0815 oder 007. Um ihn geht es. Elliot Higgins, ein Familienvater, der auf seinem Sofa zum Waffenexperten wurde, obwohl er nie eine in der Hand hatte. Er macht, wofür Journalisten oft die Zeit fehlt und vielen auch der Blick und die Geduld. Er analysiert Bilder und Videos aus Kriegs- und Krisengebieten und das so gründlich, dass er einen Coup nach dem anderen landet. Bastian Berbner über einen Freizeitblogger, von dem professionelle Journalisten viel lernen können und von dem jetzt schon alle profitieren. Elliot Higgins has been doing a remarkably precise job. Elliot Higgins has managed to expose the scale of arms trafficking to Syria. Elliot Higgins. Elliot Higgins. Elliot Higgins, 34 years from Leicester. Welcome to the program. Der britische Blogger Elliot Higgins, einer der gefragtesten Syrien-Experten. Elliot ist eine Art Rockstar des Syrienkrieges geworden. Wenn es um Waffen geht, dann gibt es wenige, die sich besser auskennen. Sobald ein Video aus Syrien oder dem Irak im Netz auftaucht und ich Fragen dazu habe, dann frage ich Elliot. Videos aus Syrien, gepostet in sozialen Netzwerken. Eine der wichtigsten Informationsquellen aus einem Krieg, der für Journalisten zu gefährlich geworden ist. Kaum einer kann diese Videos so gut lesen wie der Blogger Elliot Higgins. Higgins war noch nie in Syrien, spricht kein Arabisch, kannte sich auch nicht mit Waffen aus, als er vor 3 Jahren seinen Job verlor. Da hatte er Zeit. Zu Hause im englischen Leicester fing er an, sich Internetvideos aus dem damals beginnenden Bürgerkrieg anzuschauen. Hunderte am Tag, Bild für Bild. Wenn du wissen willst, was an einem bestimmten Ort in Syrien los ist, musst du die Leute suchen, die bei Twitter, bei Facebook und YouTube aktiv sind. In der Regel hat man pro Dorf ein paar YouTube-Kanäle, eine Facebook-Seite, einen Twitter-Account und die kann man systematisch auswerten. Sein erster Scoop? Voriges Jahr stößt Higgins in Dutzenden Videos auf ihm unbekannte Waffen. Er trägt alle Videos zusammen, betrachtet jedes Detail, vergleicht die Waffen mit Herstellerinformationen. An diesen 2 Stiften erkennt er, sie können nur aus Kroatien stammen. Am Ende ist klar, die Saudis haben die Waffen von Kroatien gekauft und über Jordanien nach Syrien geschmuggelt. Der erste echte Beweis, dass ein Land die Rebellen aufgerüstet hat. Die New York Times bringt die Geschichte auf der Titelseite. Diese Art der Recherche wird zu Higgins' Obsession. Mittlerweile wertet er 1000 YouTube-Kanäle aus. So hat er den Chemiewaffenangriff von Ghouta rekonstruiert, den Einsatz von Streumunition nachgewiesen, hat aufgedeckt, wo der Islamische Staat seine Geiseln enthauptet. Seine Quellen für jeden zugänglich. Higgins postet seine Recherchen in seinem Blog Brown Moses und auf der Website Bellingcat. Von da aus übernehmen Journalisten seine Geschichten, auch die BBC. Wenn Sie mir vor 2 oder 3 Jahren gesagt hätten, dass ich mir von so einem Typen aus Mittelengland ohne fachlichen Hintergrund Informationen über Syrien hole, ich hätte Sie ausgelacht. Elliot ist ein Zeichen dafür, dass sich unsere Branche wandelt und wir müssen Schritt halten. Wir müssen von ihm lernen. Lernen auch, die Netzgemeinde an der Recherche zu beteiligen, offen Fragen zu stellen. Higgins macht das auf Twitter. Seine Follower, ein Who is Who aus Experten, Journalisten und Geheimdienstlern. Für jeden, der sich mit Syrien beschäftigt, der Brown Moses Blog ein Muss. Viele Journalisten vertrauen mir als Quelle. Das hat sich mit der Zeit so ergeben, einfach weil ich immer wieder richtig lag. Und so macht er das. Ein Beispiel. Nicht aus Syrien, sondern aus der Ukraine. Auch mit diesem Konflikt beschäftigt sich Higgins seit Monaten. Das Video eines geheimen Trainingslagers pro-russischer Separatisten. Irgendwo in der Ostukraine. Higgins wollte es finden. Wir wussten, dass das Trainingslager am Wasser liegt und einen Steg hat. Außerdem diese bunten Campinghütten hier. Also habe ich nach allen Campingplätzen in der Gegend gesucht. Genauer nach denen, die am Wasser liegen. Und dann nach denen, die auch noch einen Steg haben, wie diesen. Higgins fand heraus, dass es auf diesem Campingplatz 2010 ein Musikfestival gab. Und natürlich habe ich Leute gefunden, die Bilder von diesem Musikfestival in sozialen Netzwerken gepostet haben. Wenn man die vergleicht mit den Rebellenvideos, sieht man genau dieselben Hütten hier und hier.
So habe ich gezeigt, dass das genau derselbe Ort ist. Dort, wo das Musikfestival war, trainierten die Separatisten. Ich denke, es hilft, dass ich schnell besessen von etwas bin. Letztens habe ich mich 10 Stunden durch Fotos der abgeschossenen MH17 gewühlt. Hätte ja sein können, dass die Ermittler etwas übersehen haben. Und tatsächlich wird er fündig. Entlarvt eine Lüge der russischen Regierung. Wir haben starke Beweise gefunden, dass der Raketenwerfer, der die MH17 wahrscheinlich abgeschossen hat, aus Russland kam. Higgins hat Amateurvideos eines Militärkonvois in Russland analysiert und darin den Raketenwerfer identifiziert, der später in der Nähe der MH17-Absturzstelle gesehen wurde. Mit diesen Daten zeichnet er den Weg des Konvois nach. Im Juni startet er im russischen Kursk Richtung Süden. Dann hinein in die Ukraine. Am Abschusstag wurde er hier 5-mal gesichtet, zuletzt im rebellenkontrollierten Luhansk, mit einer Rakete weniger. So sitzt Higgins letzte Woche im holländischen Fernsehen, präsentiert seine Recherche, die das beweist, was Russland dementiert. Moskau hat die Separatisten mit Flugabwehrraketen ausgerüstet. Elliot Higgins' Fähigkeiten sind gefragt. Private Sicherheitsfirmen wollen ihn anheuern, vor allem aber Zeitungen und Fernsehsender. Bisher hat er immer abgelehnt. Ich bin sehr glücklich, unabhängig zu sein. Das ist Luxus. Ich kann mich wochenlang mit einem Projekt beschäftigen, ohne über eine Deadline nachdenken zu müssen. Als Journalist, der 2-3 Artikel pro Tag schreiben muss, geht das nicht. Stattdessen unterrichtet Higgins seit neuestem Journalisten. Er ist überzeugt, in den sozialen Medien schlummern massenweise interessante Informationen. Es müssen nur mehr Journalisten wissen, wie man sie findet.